Hallo und herzlich willkommen zu einem Sammlungsvideo. Ich habe euch gefragt, was euch interessiert auf Instagram und da habt ihr gesagt Sammlungsvideos. Was ich schon super lange nicht mehr oder ich glaube sogar noch nie gezeigt habe, ich bin mir gar nicht sicher, sind meine Single Eyeshadows. Oh mein Gott, Leute, ja. Ich bin die schon letztens ein bisschen durchgegangen, als ich aussortiert habe. Ich habe jetzt auf Instagram einen Account gemacht, wo ich Sachen verkaufe. Und ja, da bin ich ein bisschen durchgegangen. Ich habe die dann aber doch verschenkt. Und ja, so einzelne waren das, die mir dann doch nicht mehr so gut gefallen haben. Aber Leute, ja, diese große Box hier voll ist das. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Und ich glaube, das werden auch zwei Videos. Sonst muss ich das ewig hochladen und ewig schneiden und dann dauert's und dauert's. Und ich möchte ja auch, dass ihr das schnell sehen könnt. Also ihr könnt mal Strichliste führen und mir vielleicht dann schreiben, wie viele Single Eyeshadows ich habe. Oder vielleicht auch besser nicht, keine Ahnung. Es sind auf jeden Fall einige. Ich habe mir jetzt nur die Augenbrauen gemacht und Mascara, weil ich ja so ein bisschen hier, ja, es ist schon besser wieder mit der Haut. Ja, und hier ist noch ein bisschen trocken, deswegen wollte ich das mal noch sein lassen. Und jetzt geht's los. Ich möchte die auch swatchen. Ja, ich bin mal gespannt. Ach ja, und meine Haut an der Hand ist auch wieder richtig gut geworden. Ja, wenn euch das irgendwann mal interessiert, ja, was ich da jetzt geändert habe, ich nehme da jetzt was ein und dass das ein bisschen besser geworden ist, dann kann ich es euch auch mal noch berichten. Schreibt es mir. Es geht los. Oh mein Gott, das Video wird sowieso schon so lange gehen. Ich habe etliche davon Love. Die habe ich mal im Ausverkauf geholt. Da waren die nicht mehr so teuer. Und da habe ich einige da, da habe ich aber auch, ich glaube, 5, 6 Stück aussortiert, die halt eben mit so viel Glitzer waren. Ja, stellt euch drauf ein, das wird ein langes Video jetzt erstmal wahrscheinlich. ja, also das ist hier von Love Unexpected Eyeshadow Lidschatten. Das ist die Nummer 120 Misty Earth, glaube ich, heißt das, ja. Ist so ein schöner Braunton, finde ich, kann man immer mal gebrauchen. Und ich habe mir überlegt, ich schaue ja wahnsinnig gerne Nadine vom Kanal Moldavid und sie hat ja auch so viele Monolidschatten, sagt sie immer. Ja, und dann macht sie immer so Lidschatten-Lottos, das finde ich richtig cool und wollte ich ja auch mal machen, aber die Zeit fehlt mir dazu oft, weil das ist super viel Aufwand, auch das Video dann zu schneiden und mal gucken, aber ja, vielleicht mache ich das demnächst. Schreibt es mir auch, ob euch das mal interessieren würde und ob ihr Moldavid schon kennt. Ja, also wie gesagt, das ist der hier. Finde ich eigentlich ganz schön. Oh. Und ich swatche auch. Und ich habe hier noch, oh mein Gott, Leute, ich habe noch ein paar unterschlagen, als hätte ich nicht schon genug. Hier ist noch meiner, den habe ich hier immer in der Schublade liegen. Das ist so ein Verblendeton, den mache ich auch mal. Wo mache ich den? Zeige ich euch sofort, damit ich den wieder wegmachen kann. Und dann habe ich noch, da hatte ich doch noch, wo ist das denn? Ach ja, da hatte ich doch noch zwei, die ich ausprobieren. Ah ja, sind auch noch hier in der Schublade. Zwei Stück, die ich ausprobieren wollte, die zeige ich euch dann auch direkt, damit ich die wieder halt hier reinmachen kann. Weil ich die halt eben noch testen möchte. Ja, wo swatche ich das denn? Hier. Ja, ist halt eben einfach so ein schöner Braunton. Gefällt mir. Der ist matt. Lässt sich auch gut verblenden. Also mag ich ganz gerne. Ah, das Armband von meiner Uhr, Leute. Seht ihr das? Hat sich total verfärbt. Das war bei dem anderen auch schon so. Bei dem ist das jetzt auch wieder so. Keine Ahnung. Ja. Dann, das, was ich schon gezeigt habe, was ich geswatcht habe, mache ich hier rein, weil ich wollte jetzt eine größere Box-Schachtel anfangen, damit ich da ein bisschen besser zurechtkomme, weil ich komme hier gar nicht auf den Boden und kann da wirklich was rausziehen. Deswegen mache ich die jetzt in eine größere
Kiste rein. Und wie gesagt, das Video wird länger. Wer das mag, der sieht das ja schon an der Timeline, wie lange das geht. Und ich glaube, ich ziehe die Uhr mal komplett aus. Dann kann ich da ein bisschen mehr swatchen. Und ja, dann geht es weiter mit Love. Die 360 Lagoon Escape. Und da sehe ich schon, das ist so ein schönes hellblau-türkis, so ein bisschen. Auch der wird geswatcht. Ja, sieht so aus. Ich gucke so Videos ja wahnsinnig gerne. Mich interessiert das. Oh, wow. Bisschen besser swatchen hätte ich können. Nächstes Mal. Wir haben ja genug Zeit zum Üben, ne? Ja. Der ist ja richtig schön. Der erinnert mich so ein bisschen an die Eiskönigin. Könnte man so einen Eisprinzessin-Look machen. Dann zeige ich euch mal den Ton, den ich halt immer so aktuell verwende zum Verblenden. Das ist einfach einer von Essence. I Love Nude Vanilla Sugar. Das ist halt einfach so ein... Ja, das sieht man nicht viel. Dann habe ich noch einen von MAC. Den hatte ich ja in der My Little Box. Das ist Swiss Chocolate und den wollte ich jetzt einfach mal ausprobieren. Den habe ich nur mal geswatcht und deswegen ist er noch auf der Seite. Sieht so aus. Ja. Ist jetzt so ein bisschen schwacher, auch matt, aber... Kann auch gut sein, praktisch sein, wenn man das aufbauen möchte. Da muss das nicht immer so stark sein. Und ich hole mir jetzt auch mal ein paar feuchte Tücher noch mit dazu. Auf meinem Schminktisch ist jetzt halt nicht so viel Platz, wisst ihr ja schon. Es geht weiter. Ich ziehe einfach mal raus. Da habe ich einen von Catrice. Liquid Metal Eyeshadow, die 010 Look Me in the Eyes. Ja, aber Eis halt wie Eis, also Eiscreme geschrieben. Auch ein schöner Ton. Eher was Schimmriges, vielleicht auch so ein Highlighter-Ton für den Innenwinkel oder unter die Augenbraue. Ja. Dann habe ich noch von Alcina. Ich glaube, da habe ich sogar noch einen. Das ist hier Miracle Eyeshadow Bronze, die 080. Und die sehen so schön aus. So ein schönes Muster. Gefällt mir auch richtig gut. So ein, ja, so wirklich so ein Bronzeton halt. Mit so ein bisschen Goldschimmer. Gefällt mir auch richtig gut. Ja, wie gesagt, ich bin die letztens schon durchgegangen und habe da schon ein bisschen aussortiert. Aber vielleicht ist ja jetzt noch ein, zwei dabei. Ich glaube es zwar nicht, aber man weiß nie, die vielleicht noch raus können. Mal gucken. Ja, hier habe ich wieder einen von Love, die Nummer 100, Black Orchid. Gott. Keine Ahnung. Ja, ist wieder so ein Braun. Wie gesagt, ich habe damals im Sale einfach alle genommen. Ich glaube, die haben nur noch 2 Euro oder so gekostet und habe gedacht, komm, was nichts ist, kannst du immer mal noch aussortieren oder weitergeben. Mein Gott, die sind aber richtig krass pigmentiert hier. Ja, der ist schon stark pigmentiert. Sieht schön aus. Und jetzt wische ich mir das mal ein bisschen ab. Ich habe noch überlegt, ob ich mir auch einen Kaffee dazu machen soll. Fühle mich gerade wie Moldawit, weil sie immer so Videos macht. Aber ich mag das persönlich so gerne und sie hat auch nichts dagegen, wenn man auch solche Videos macht, wie sie macht. Aber ich meine, eine Sammlung zeigen, das kann ja jeder. Ja, weiter geht's wieder mit Love. Ja, ich habe mir keinen Kaffee gemacht, weil ich habe gerade eben erst einen Kaffee getrunken.
Und irgendwann ist dann auch mal gut, sonst kriege ich auch was an die Birne. Ich habe es eh schon an der Birne. Nummer 220, Space. Und das ist so ein grün-braun. Ich glaube auch mit so ein bisschen Gold. Und da ist halt immer so ein Ding hier noch mit dabei, so ein Pinsel. Habe ich früher immer benutzt. Und ich habe auch immer Lidschatten gekauft, die so einen Pinsel dabei hatten. Ja, weil das einfach praktisch war. Drauf, fertig. Früher hat man sich ja fast nicht geschminkt, also keine Ahnung. Ich habe auch Lidstrich habe ich mit einem Kajalstift gemacht und habe dann immer gedacht, mein Gott, das sieht ja wieder scheiße aus, wieder nichts geworden. Aber früher war das so, eine Farbe aufs Auge, keine Augenbrauen gemacht, bisschen Mascara und fertig. Ja, das war's. Da ein bisschen Puder noch über die trockene Haut gerieben, das so richtig schön gestaubt hat. Was soll ich sagen, ne? Der sieht so aus. Ja. Schön, so ein schönes, dunkles, Moosgrün, keine Ahnung. Gefällt mir richtig gut. Ja, hat so Gold noch mit drin. Gold und Schimmer. Ja, sieht schön aus. Bleibt also auch. Und dann habe ich mir noch letztens einen gekauft von Clinique. Ja, voll teuer, aber ich habe den schon ein paar Jahre angeschmachtet. Das ist Petal Pop, die 08. Ach, die Prägung einfach so schön, Leute. Ja, und jetzt war ich drin. Egal. Den mache ich aber auf die Seite, den will ich ja ausprobieren. Den habe ich noch nicht benutzt. Och, das ist so schön. So eine schöne Farbe. Rosa mit so goldenem Schimmer noch drin. Ja, man sieht nicht viel, ne? Aber mal gucken, wie es auf dem Auge rüberkommt. Und ich habe irgendwie auch ein bisschen trockene Lippen. Ich mache mir mal hier Labello drauf. Lip Smacker. Cherry Coke. Ja, auch schon uralt. Aber ist noch gut. Dann wieder hier einen von Love. Wieder braun. Mein Gott, was ist denn los? Ja, Lidschattenlotto. Ich habe Lust drauf. Und, oh. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist einer, der weg kann. Da kommt mir schon der Glitzer entgegen. Ich hasse das, ja, ne? Na komm. Nee, Leute. Das ist 240 Mokka Clean. Ja, der ist gut pigmentiert, ne? Also der ist schon nicht schlecht, aber der hat eben einfach diese Glitzerstückchen mit drin. Und das mag ich irgendwie nicht. Früher ja, aber jetzt, ich mag das nicht mehr. Der kommt weg. Den sortiere ich aus. Ja. Doch, ich sortiere den aus, aber ich mache den hier noch ein bisschen sauber am Rand. Ja, ich kann euch mal die Seite verlinken auf Instagram, wo ich Sachen verkaufe. Wo mache ich das denn jetzt hin? Hier. Aber ja, könnt ihr mal vorbeischauen. Einfach vieles ist auch noch komplett neu. Ja, ich habe jetzt niemanden, dem ich das so großartig geben könnte. Ich habe eine riesengroße Kiste, wirklich so einen großen Karton habe ich weitergegeben an zwei Mädchen, die ich persönlich auch gar nicht kenne, sondern eine Freundin von mir kennt jemand und deren Kinder, also über 5 Ecken, habe ich das dann weitergegeben, weil ich persönlich kenne so eigentlich niemanden, der das haben möchte. Und auch wenn es neu ist, bei uns wird das nirgends angenommen von Privatpersonen und deswegen, was soll ich denn damit machen? Wegschmeißen ist auch schade. Nächster von Catrice. 890, Here Comes the Bride. Ja, ist halt so ein ganz heller mit so lila Schimmer. Ja, gut. Gibt es auch bessere, denke ich, aber
für ein Lidschatten-Lotto auch mal nicht verkehrt, wenn man noch sowas hat. Ja, ist eigentlich ganz hübsch, ne? So, wie heißt das? Mit so lila Schimmer, bisschen, heißt das Holo? Nein, keine Ahnung. Ich finde das irisierend, heißt das irisierend? Leute, komm, holt einen Duden raus. Ja, finde ich eigentlich ganz schön, so viel in den Innenwinkel oder so. Doch, behalte ich. Dann einen von Urban Decay und der war auch mal richtig teuer. Aber der ist so schön und zwar ist das die Farbe, die irgendwie keiner gefühlt aussprechen kann und ich auch nicht. Solstice? I don't know. Ja, also, aber wahnsinnig schön und der ist auch so, je nachdem, wie man drauf guckt, wie man den hält, sieht der anders aus. Finde ich schön, habe ich auch schon sehr, sehr oft verwendet. Der ist richtig schön, gefällt mir extrem gut. Wahnsinn, der ist richtig, richtig toll. Ja, der war sein Geld wert. Dann wieder hier ein von Catrice, der sieht so aus. My Name is Pearl 780. Ja, ach, was Schlichtes halt einfach. Geht immer. Früher hat man ja auch noch mehr so einzelne Lidschatten gehabt. Jetzt irgendwie gar nicht mehr. Finde ich auch total schade, dass es auch in den Limited Editions nicht mehr gibt. Gab es ja früher. Ja, sieht man jetzt nicht so. Aber doch, ist eine richtig schöne Farbe. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen, weil ich erkenne das im Display jetzt fast gar nicht. Ist so, ja, so ein bisschen Pfirsichfarben mit goldenem Schimmer drin. Sieht schön aus. Dann geht's weiter. Herr, warte. Was ist das denn? Leute, ja, den habe ich doch gerade eben schon gezeigt. Die 01 Vanilla Sugar. Ja. Zweimal habe ich den. Warum? Aber der hier ist schon viel mehr benutzt. Also da fehlt schon richtig, da fehlt schon irgendwie schon so eine Kuppel. So, den habe ich schon wohl richtig oft benutzt. Ja, dann mache ich den hier mal weg. Also mache ich den halt, lege ich mir den hin zum Benutzen und den mache ich hier wieder in die Kiste. Für Lidschattenlotto, dass ich dann da auch noch einen habe, weil es reicht ja nicht, wenn man einen gebackenen, richtig dicken, kannst du doch niemals aufbrauchen. Egal. Dann Essence, wieder auch schon uralt. Keep Calm and Berry On. So ein Bärenton. Ja, den habe ich, so wie es aussieht, auch nur mal geswatcht. Ich habe damals so viele gekauft, auch weil ich das halt so von der Idee her so schön fand mit den Lidschattenlottos, auch für einen selber das zu machen, damit man nicht immer so gebunden ist oder auch mal was Neues ausprobiert. Hab's aber dann nicht gemacht, leider. Ja. Ist so ein schöner Auberginenton. Ich muss immer so gucken hier ums Eck. Aber ist ein schöner Auberginenton, gefällt mir. Oh. Kommt die Post oder was? Der Hund bellt. Wenn einer anfängt, ne, dann geht's rund. Ja, kommt schon der nächste Hund und dann noch der Nachbarshund und keine Ahnung, die hören sich irgendwie alle. Dann geht's hier rund, aber scheint nichts zu sein. Dann wieder einer von Catrice, Ray of Lights. Der sieht so aus. Und wir haben jetzt schon 20 Minuten und ich habe noch fast gar nichts gezeigt. Naja. Können sich die Leute wieder aufreden? Ach, zeig doch mehr, laber doch nicht so viel. Du redest viel zu viel. Na und? Mach halt den Ton aus. Wow. Der, oh mein Gott, Leute, der ist ja der Hammer. Der ist ja richtig schön. Wow.
Das ist ja mega. Sieht so ein bisschen metallisch auch aus. Sehr schön. Dann wieder Essence. Der hier, und den habe ich mal in Frankreich gekauft, das weiß ich noch, aus so einer Krabbelkiste. Und hier hinten ist mir dann auch noch ein Ding abgerissen. Das ist auf jeden Fall die 01 Glow of My Life. Und da ist so ein schöner Flamingo mit drin. Was ist das? Braun, auch mit so ein bisschen Gold. Ich glaube, am meisten habe ich hier Brauntöne drin. Ja, sieht schön aus, gefällt mir auch. Toll, so ein bisschen rot, braun, Bronze mit Gold. Sieht schön aus. Ja, dann habe ich hier ein Essence, auch mal aus einer Limited Edition, Urbanized. Ja, schade, ich würde mir das kaufen, wenn das mal wieder in einer Limited Edition, so schöne Monos, Single Eyeshadows, aber ist nichts mehr. 01 City Girls Rule, das ist so ein Grau, das ist jetzt einer, den hätte ich mir nicht gekauft, aber früher gab es das noch auf eBay, so Überraschungstüten, ja, da hat man, was weiß ich, für 20, 25 Produkte, hat man dann irgendwie 10 Euro oder so bezahlt, ich weiß gar nicht mehr. Und da war das halt mit dabei und das habe ich mir halt früher gekauft, da habe ich noch kein YouTube gemacht und da war oft sowas von Limited Editions dabei, was halt nicht mehr weggegangen ist und da war der halt auch mit dabei. Aber das wäre jetzt keiner, den ich mir kaufen würde. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt an dem nicht viel auszusetzen, außer die Farbe. Der war gut, oder? Ja. Aber ich weiß nicht, ich denke mir halt so für ein Lidschatten-Lotto, warum nicht? Kann man doch mal ausprobieren. Außer wenn da grober Glitzer drin ist, dann kommt's weg. Ja, Essence wieder. Ich glaube Essence, Catrice habe ich am meisten. Aber es kommen auch noch ein paar andere. Der sieht auch schon mitgenommen aus. Das ist die 02 Dance All Night Sparkling Effekt. Oh Gott, Leute. Ja. Sieht so aus. Auch ein schönes Muster mit drin. Hoffentlich kein Glitzer. Schauen wir mal. Es geht weiter. Nein, sieht schön aus jetzt erstmal. Gefällt mir. Ist doch schön, aber halt dezent. Ist nicht stark pigmentiert oder so. Kann man auch als Highlighter mal benutzen. Dann wieder Essence greife ich hier. So ein runder Rosy Happiness. Ja, sehe ich jetzt im Display nicht so viel. Ach ja, gut. Schön mal über den anderen drüber gemacht, weil ich den auch nicht gesehen habe. Ich hoffe halt, ihr seht was. Das ist ein schöner Ton, der gefällt mir richtig gut. So sieht er jetzt sehr unscheinbar, ein bisschen langweilig aus. Aber so geswatcht finde ich den richtig schön. Hat so was Romantisches. Wisst ihr Bescheid? Ja. Bei uns hat es heute Morgen wieder geschneit. Und ja, jetzt hat es aber wieder aufgehört. Es hat schon wieder getaut, nur ein bisschen was liegt noch rum. Ist ja nicht so meins mit dem Schnee. Dann habe ich hier noch einen von CNC. Kenne ich nicht die Marke. Ja, der sieht, weiß ich nicht, sieht nicht so schön formuliert aus. Sieht so krümelig aus. Gelb. Gelb-Gold. Hat der eine Farbnummer? Nö. Nö, ich sehe da jetzt nichts. Weiß ich nicht, kenne ich jetzt auch nicht. Oh, okay. Ja. Hat aber ganz schön, also mein Lieber, der sieht auch so ein bisschen metallisch aus. Hätte ich dem jetzt gar nicht zugetraut. Ich dachte noch, der ist so ein Kandidat, der gehen darf. Aber nee, der sieht schön aus. Ein schönes, leuchtendes Gelb-Gold. Dann habe ich hier von Trend It Up
so einen, ja, gebackenen Scarabeo Eyeshadow 040 Seidiger Wet and Dry Lidschatten. Aber der hat keinen Namen, der hat nur die Nummer 040. Sieht so aus, mega schön. Wow, der ist mal richtig krass pigmentiert. Oh. Oh, Leute, oh. Heftig. Ja, weiß ich gar nicht, ob es die noch gibt, diese Scarabeo Lidschatten. Mein Gott, der ist ja der Wahnsinn. Ja. Krass. Oh, ich mache noch... Oh nee, ey, das gibt eine Never-Ending-Story hier. Ich mache noch ein bisschen weiter. Nächstes. Essence. Metal Glam Khaki Couture. Okay, ja doch, ich dachte jetzt eher, da ist so ein bisschen grau, aber wenn man genauer hinschaut und dann ist der schon so ein bisschen khaki. Ja, wow, auch schön jetzt erstmal. Swatchig. Mega schön. Ja, es ist schon so ein grau, leichter Hauch von khaki, aber ich finde den eher so ein bisschen grau. Nächstes, ja, da bin ich jetzt gerade eben mal kurz erschrocken. Was habe ich mir denn dabei gedacht, Leute? Was hatte ich denn damit vor? Hör doch auf, was ist das denn? So manchmal, da frage ich mich auch, ne? Da gehe ich meine Sammlung durch und denke, mein Gott, Cindy, dein Ernst? Warum hast du das denn geholt? Wen wolltest du denn damit verscheuchen? Ja, eine schöne Farbe eigentlich. Aber ihr macht ja das mal aufs Auge drauf, ne? Also, ich hätte ja Bock. Ja, ist eigentlich eine schöne Farbe. Ja, so grün mit so Gold noch mit dabei. Gelb irgendwie. Hat was. Hat auf jeden Fall was. Ja. Komm, bleibt. Hoffentlich ziehe ich den dann mal nicht beim Lidschattenlotto. Oh wow, der ist schön. Warte. Von Love, die 130 Floral Odyssey. Ja, den finde ich persönlich sehr schön. Ist aber jetzt auch eher sowas sehr Dezentes, eher was für die Lidfalte. Ja, da kannst du auch keinen mit beeindrucken jetzt erstmal. Aber irgendwie finde ich den schön. Aber es ist eher so auch was zum Verblenden für die, ja, fürs Lid. Ne, so ein bisschen alles abzuschwächen. Aber irgendwie ist er auch schön. Dann habe ich wieder einen hier von Catrice und das ist, ja, so ein bisschen wie der eine da von MAC, der MAC Club, glaube ich, heißt der. 140 Secrets of Le Chrome. Chrome. Yay. Secrets of Le Chrome. Genau, das ist dann der. Der ist so grün, braun, rötlich. Ja. Schön. Doch, der ist auch schön. Ich glaube, davon habe ich auch so ein paar Stück. Ich finde, der ist auch so ein bisschen wie der von Urban Decay, aber der von Urban Decay ist noch ein bisschen besonderer. Dann habe ich von NYX so ein kleines Büchlein hier. Das ist... Hat das eine Nummer? Nö. Doch, Stockholm. Ja, ist wie so ein Buch, dann kann man das so nebeneinander stellen. Dann hat man so eine Bücherreihe, sag ich jetzt mal. Ja, der sieht echt schön aus. Gefällt mir richtig gut. So ein Bordeaux-Rot. Ja. Toller Ton. Ach, ich kann ja auch hier in den Spiegel reingucken, ne? Da muss ich mich immer so in den Arm so rumdrehen. Schön. Der gefällt mir und trotzdem mache ich es. Dann geht's weiter mit Catrice. Der hier.
So, und jetzt ist die Kamera ausgegangen, weil ich glaube, ich habe schon eine halbe Stunde geredet. Und Leute, es ist überhaupt gar kein Ende in Sicht. Ja, also da muss ich mehrere Teile machen, sonst das sitzt ihr ja stundenlang davor. Aber gut, ja, muss auch mal sein. Ich habe jetzt so viele kurze Videos nur gemacht. 160 Silicon Violet von Catrice. Schön, tolle Farbe. Ach, gefällt mir das. Ach, das schön, Leute. So schön. Oh, ich will die alle benutzen, alle. Kennt ihr das, wenn ihr eure Sammlung durchgeht? Und dann kriegt ihr so Lust, das alles zu verwenden. Aber man hat ja nur ein Gesicht und dann, ich gehe ja auch kaum raus. Warum, für wen soll ich mir das denn? Aber gut. Oh, der ist schön. Wahnsinnig schön von Essence aus einer Limited Edition. Ich vermisse die Limited Editions. Schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr das auch vermisst. Ich glaube eher so die ältere Generation. So Ü30 wird das mehr vermissen als jetzt die Jüngeren. Oh, ist der schön. You Can, Toucan. Die 01. Ach toll, das weiß ich noch, als die Limited Edition rausgekommen ist. Ich habe davon noch ein oder zwei. Und ich glaube, ich hatte mir erst einen anderen geholt. Und dann aber dachte ich, komm, hol die anderen auch noch. Und dann bin ich nochmal hin und habe noch die anderen gekauft. Jetzt aber Swatch. Ja, und schon sieht es eklig aus. Naja. Ach, schön. Und der hat auch so ein bisschen... Der ist so braun mit so... Gold, aber mit so einem rötlichen Unterton und schimmert auch so ein bisschen anders. Ja, ist cool. Jetzt wasche ich mir mal wieder alles ab und dann gucke ich mal. Ich habe ja bei Nadine, also vom Kanal Moldavid, ich verlinke es euch mal, aber ihr werdet die wahrscheinlich schon, die, ihr werdet sie wahrscheinlich schon kennen. Ja. Ja. Ist wieder frisch. Und was wollte ich denn jetzt überhaupt sagen? Ich werde es euch auf jeden Fall mal verlinken. Ach ja, genau. Und sie hat letztens 30 Lidschatten auf ihr Auge gemacht. Ich glaube, sie ist dann so rumgelaufen, weil die Augenlider dann so schwer waren. Aber 30 Lidschatten. Und das sah nicht schlecht aus am Ende. Also, ja, habe ich schon gestaunt. Hier habe ich einen wieder von Catrice Liquid Metal Eyeshadow und ja, die waren auch damals, glaube ich, ziemlich gehypt, ein, zwei Farben davon. Die 120 Satina van der Woodsen. Ja, den habe ich auch schon ein paar Mal benutzt, kann man auch vielleicht sehen. Ja. Ist eine schöne, dezente Farbe. Auch vielleicht was, was man als Highlighter benutzen könnte. Ist eher sowas, so ein glamouröseres Gold. Weißgold, wie auch immer. Dann habe ich einen von Bella Pierre. Der sieht so aus. Den hatte ich mal, glaube ich, in der Glossy Box. Das ist die Farbe Sultry. Sieht so aus. Ist das überhaupt ein Lidschatten? Bin mir nicht sicher. Ich glaube, da stand was anderes dabei. Aber für mich, was soll ich damit sonst machen? Ja. Ist so ein Bronzeton. Ja. So orange, braun eher. Auch mit so goldenem Schimmer noch mit drin. Finde ich schön. Gefällt mir. Und ich nehme mir mal ein neues für meine Finger und jetzt ist die ganze Tüte runtergefallen. Dann von Catrice wieder so einer. 950 Gold Out. Schauen wir mal. Ja, auch schön. Was soll ich immer sagen? Finde sie eigentlich fast alles schön. Ist eher so ein hellerer Ton, auch so ein bisschen Bronze, ein bisschen Orange hat er noch mit drin, finde ich. Ja,
kann man gebrauchen. Dann wieder so ein Verblendeton von Essence. The Velvets habe ich auch mal geholt, als sie dann rausgegangen sind aus dem Sortiment, weil ich mir gedacht habe, so ein Verblendeton, den brauchst du immer. Ja, aber wie viele denn? Vor allem, ich bin so eine Person, ich verblende fast nichts. Sieht gleich geil aus, wenn ich mich schminke, muss nichts verblenden. Jetzt Daumen runterklicken. Nein, das war nur Spaß. Aber tatsächlich verblende ich wirklich fast nie. Keine Ahnung, ich vergesse das. So, da muss es schon wirklich sehr stark sein oder ein bisschen abgehackt aussehen, dass ich dann mal verblende. Aber meistens vergesse ich das. Dann habe ich hier von Trend It Up so ein Duo. Das habe ich auch mit da reingemacht. Das sind diese zwei Töne. Finde ich auch sehr schön. Okay, also den hier habe ich jetzt gar nicht mal so gut erwischt, den orangenen. Der hat so viel Glitzer mit drin, der orangene. Ich glaube, das sortiere ich auch aus. Ach, das mag ich einfach nicht. Nee. Sortiere ich aus, obwohl ich es eigentlich ganz schön finde. Der lila Ton ist auch schön, aber ich habe noch so einen lila Auberginenton, den habe ich ja schon vorhin geswatcht. Und dann noch das andere mit dem Glitzer da drin. Mag ich einfach nicht mehr. Dann Catrice Matte Parisiens Lifestyle. Sieht so aus. So. Finde ich schön mit der Prägung. Gefällt mir. Habe ich den einmal benutzt wahrscheinlich. Ist das schön irgendwie. Wenn so drüber fährt, fühlt sich schön an. Ja. Solide. Dann von Rival de Loup. Young, gibt es ja nicht mehr. 02 Snow White. Glänzend steht da drauf. Mit so schönen Sternen mit drin. Ja, toll. Sieht ein bisschen aus wie so Kalk. Als hätte man an einer Tapete entlang, also an so einer Wand entlang. Aber ja, wenn man das so ein bisschen verblendet und dann ist das wie so ein schöner frostiger Highlighter-Ton. Ja, bleibt jetzt erstmal. Ja, ist okay, haut mich jetzt aber nicht so vom Hocker. Hier ist noch einer. Ich glaube, der war auch mal in der Pinkbox drin, könnte ich mir vorstellen. Metallic steht da dabei. Vanilla Sorbet. Den habe ich gut benutzt, würde ich sagen. So ein paar Sterne sind schon ein bisschen ab. Ja. Ja, der macht mir einen besseren Eindruck. Der ist irgendwie auch, der hat sowas Frostiges, ist auch nicht schlecht. Der ist halt so ein bisschen wärmer, hat auch so Gold mit drin, so ein Schimmer. Finde ich schön, doch, wieso nicht. Und hier ist noch der andere. Ich weiß nicht, gab es noch einen, gab es da drei Stück von? Ja, es gab drei Stück von. Also hier ist noch der eine, der heißt Apricot Coccato. Oh Gott, was weiß ich, Leute, die Namen immer. Ja. Ist was Schönes, Solides. Hat so einen schönen grün-goldenen Schimmer mit drin irgendwie. Der ist schon schön, aber der ist halt sehr dezent. Ja, früher war das halt nicht so krass alles. Und dann hier. Der dritte, Queen of the Amazonians, was weiß ich, Leute, die Namen, ich komme da nicht drauf klar. Ja, so ein schönes, schönes Lila. Jetzt. Was? Was? Da, hä? Bin ich blöd? Das ist doch blau, Leute.
Jetzt schreibt's doch mal in die Kommentare, das ist doch blau. Bin ich bescheuert? Ist da die Farbe rausgegangen? So heiß gewaschen oder was? Was ist denn mit dir passiert, Freund? Der ist doch aber hier lila. Ach, guck nicht da, meinen Finger habe ich... Da habe ich dran rumgespielt, ja. Was ist... Was bist du denn? Hör mal, voll die Mogelpackung. Voll der Blender. Oh, nö. Ich dachte, jetzt kommt hier voll das schöne Lila. Warum ist das denn jetzt aber... Aber da hinten, das ist doch auch lila. Bin ich farbenblind? Und dann ist das so ein... Das sieht aus, als wäre die Tinte ausgelaufen. Hier, als hätte man mit dem Füller den Füller gefressen. Hier noch alles voll mit Blau. Kennt ihr das? Habt ihr das früher auch gemacht? Nee. Ja, was bist denn du? Das möchte ich nicht. Das gefällt mir gar nicht. Aber... Was? Warum denn? Warum bist du denn so? Nee, also den sortiere ich aus. Aber eigentlich, ich habe ja die zwei. Seht ihr schon das Dilemma? Könnt ihr es spüren? Und der Vollständigkeit halber, ich glaube, dass ich auch den damals noch geholt hatte. Oder den hier, ich weiß es gar nicht mehr. Den Khaki. Ich dachte, jetzt kommt voll das schöne Lila. Und dann ist das so ein Blau. Oh nee, komm weg. Hör auf. Mal gucken. Wenn das keiner haben möchte, wenn das keiner nimmt, dann kommt es halt wieder zurück. Aber das ist irgendwie so gar nichts für mich. Allgemein so Blautöne, Blau kann ich überhaupt nicht schminken. Ich sehe da so schlimm dann immer aus. Wirklich, als hätte ich ein paar drauf gekriegt. Ich mache jetzt noch... Oh, ist das Video so lang. Ich mache jetzt noch 3 Stück und dann geht es erstmal im zweiten Teil weiter, sonst das Video geht überlang und das kriege ich dann nicht hochgeladen. Nächstes von Alcina wieder, Mokka 070. Oh, ist der schön. Wenn das Ding jetzt orange rauskommt, ne, dann höre ich auf für heute. Nein, der ist braun und er ist auch braun. Ein schönes Braun, ein sehr schönes Braun. Nächstes von Kiko, ein lila, maybe, baby. Wer weiß das schon? Ja. Das ist doch schön. Das ist eine schöne Farbe, Leute. 149 ist das. Ich sehe auch so rot aus, ne? Oh, hier, das ist so trocken. Hier auch, das spannt richtig. Aber ich bin froh, dass es nicht mehr so stark gerötet ist, weil das brennt dann auch. Und jetzt zeige ich euch noch, ich glaube, das ist mein ältester Lidschatten und ich glaube, dass ich den meiner Mutter geklaut habe. Von... Was ist das überhaupt? Miss Sporty Eyeshadow. Das war mein erster Eyeshadow. Ich weiß nicht, wo ich den her habe. Ich glaube, dass ich den bei ihr gefunden habe oder so und habe den dann einfach behalten. Weiß ich nicht mehr. Aber ich glaube nicht, dass sie dem nachtrauert. Was ist das denn? Ja. Was soll man denn damit machen? Kann man ja gar nichts mehr damit machen, Leute. Das ist einfach nur weiß. Oh. Den tue ich weg. Nee, ich bin da auch dann nicht sentimental. Das muss weg, das Ding. Das ist ja fürchterlich. Da kann man ja gar nichts mehr damit anfangen. Geht gar nicht weg. Komm, ich zeig noch einen. Der war ja jetzt ein Flop. Oh, nächster. Weiß. Ja. Hatte ich jetzt nicht gerade eben schon. Look Like You. Look Like You? Okay. Wer sieht hier aus wie eine Kalkleiste? Matt? Ja, weil... Was weiß ich? Ja, gut, ne? Tun sich jetzt auch nichts, die beiden. Ja. Gut, ist halt auch so ein Verblendeton, ne? Ja, komm, behalte ich. Okay, das war's jetzt mit Teil Nummer
1 und ich habe noch viel. Den zweiten Teil gucken wir erfahrungsgemäß die Leute nicht mehr so. Aber wie gesagt, das wird mir zu viel mit dem Schneiden, mit dem Hochladen. Das lädt dann 3 Stunden hoch. Ja, das habe ich noch alles. Und das mache ich gleich weiter, aber jetzt ist hier erstmal für euch Schluss. Ich lade die Videos auch, denke ich, immer an darauffolgenden Tagen hoch, damit ihr dann gleich weiter gucken könnt am nächsten Tag. Oder ihr spart es euch auf, wenn ihr so viel Zeit habt und schaut es dann komplett einen Abend, eine Nacht lang durch. Aber ja, so, da ist jetzt dann erstmal Schluss. Das war's mit Teil 1 meiner Single Eyeshadows und vielleicht habt ihr mitgezählt und dann könnt ihr mal schreiben, wie viele das jetzt waren. Und wäre auf jeden Fall richtig cool, wenn irgendjemand alle Videos schaut und mir dann reinschreibt, wie viele Lidschatten ich habe. Das würde mich tatsächlich auch mal interessieren. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.